Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Mod-Vorstellungsvideo. In diesem Video zeige ich euch mein Farm-Pack. Das ist ein Pack mit lauter Farmgebäuden und das Ganze in drei verschiedenen Farbvarianten. Und man kann damit sozusagen seine eigene Farm aufbauen, komplett mit Farmhaus, Unterständen, Scheune, Silo und so weiter und hat die Wahl zwischen verschiedenen Farbmöglichkeiten. Hier im Vordergrund seht ihr die rote Farbvariante und möglicherweise kommen euch auch die Gebäude bekannt vor, denn die habe ich für meine Karte Port Limbo gebaut und weil es aber ein fast komplettes Farm-Set ist, dachte ich mir, na, das könnte man doch auch als extra Auskopplung machen, damit ihr das auch auf anderen Karten benutzen könnt, diese Gebäude. Fangen wir doch einfach mal an, gucken uns die einzelnen Gebäude hier in der roten Variante an und anschließend zeige ich euch noch die beiden anderen Farbvarianten. Es sind sogar zusätzliche 2 bis 3 Farbvarianten, aber das werdet ihr dann gleich sehen. So. Zuerst nehmen wir mal hier das Herzstück, und zwar das Farmhaus. Das Ganze ist im skandinavischen Stil gebaut. Da sind solche vorgezogenen Giebel sehr üblich und eben rote Wände mit weißen Säulen und so weiter. Und viele haben aber auch schon gedacht, ich baue amerikanisch, denn in Amerika wird auch gerne mit diesen roten Holzwänden gebaut. Man könnte das also auch auf einer amerikanischen Karte benutzen, wenn man will. So, hier kann man reingehen. Da Küche mit Essbereich. Hier ist ein Bad mit Badewanne. Und ein Wohnzimmer. Mit Schreibtisch und Sitzeck und sogar mit Radio. Und vom Wohnzimmer aus kommt man auch in die Garage rein. Da liegt so ein bisschen Gerümpel rum. Und von der Küche aus kommt man in die Werkstatt rein. Die haben natürlich auch noch von außen zugängliche Türen. Hier mit diversen Werkzeugkrempeln. Und darum gibt es hier auch ein extra Objekt, das man extra platzieren kann. Ein Werkstatt-Trigger, wo man dann seine Fahrzeuge konfigurieren kann und so. Hier kann man jetzt konfigurieren, reparieren und so weiter. Okay, wir wollen aber hier das Haus angucken. Da geht's raus auf den Hinterbalkon. Mit Grill natürlich. Und hier geht's ins Obergeschoss. Und da gibt es 2 Schlafzimmer. Jeweils mit eigenem Bad. Und Bilder. Das sind teilweise Bilder, die ich selber gemalt habe. Und teilweise Bilder von meiner Waldseekarte. Also hier, das ist ein Screenshot von der Waldseekarte. Hier, das Zimmer ist vergleichbar. Und hier kann man dann auch noch auf dem Balkon. Und je nachdem, wo man das stehen hat, hat man da auch eine wunderschöne Aussicht. Zum Beispiel auf die anderen Hofgebäude. Ja. Gibt hier natürlich einen Schlaftrigger. Das ist der Witz von Sjanze. So, jetzt gehen wir hier zur Scheune. Die ist einerseits eine Unterstellhalle, wo man ganz schön viel Fahrzeuge reinkriegt, und andererseits ein Heulager. Die Idee ist, dass oben wird das Heu gelagert und Stroh, und das sieht auch so aus, aber spieltechnisch hat man halt hier ja seinen Ein- und Ausladetrigger. Also man kann hier Heu und Stroh und Silage und alles, was irgendwie mit Gras und Stroh zu tun hat, kann man hier ausladen und hier kriegt man es wieder raus. Es ist einfach ein Heulager. Und ja, und diese Türen, die kann man hier natürlich alle öffnen.
Und ich habe darauf geachtet, dass die Türen, soweit es nicht in der Ecke war, alle vorne und hinten aufgehen, damit man diese Halle auch zum Durchfahrparken benutzen kann. Man kann also hinten reinfahren und steht dann hier drin. Und hier kann man zwar noch mit dem Trecker durchfahren, aber nicht mehr mit dem Mähdrescher. Dazu reicht der Platz einfach logischerweise nicht. Und aber durch die anderen Tore kann man auch mit einem kleinen Mähdrescher samt Schneidwerk durchfahren. Die habe ich extra so groß gemacht, dass man bei den kleinen Mähdreschern das Schneidwerk nicht abmachen muss. Die hier gehen natürlich auch auf. So. Und so weiter. Und hier drinnen kann man Licht anmachen. Da gibt es hier einen Lichtschalter. So. Da muss man manchmal hin und her gehen, bis man hier hat man den Trigger. Genau. Das klickt dann auch so ein bisschen. Und dann ist hier innen Licht an. Ich wollte dieses Innenlicht jetzt nicht Tag- und Nachtmäßig steuern, denn das macht ja keinen Sinn, dass in der Scheune nachts automatisch Licht angeht. Automatisch geht hier draußen Licht an, damit man hier noch was sehen kann. Und drinnen muss man es aber anschalten, wenn man es braucht. Und man kann hier auch hochgehen. Hier in dieser eher toten Ecke, habe ich einerseits das Treppenhaus gemacht und andererseits kann man hier aber auch noch einiges abstellen. Und auch da ist noch Platz, um ein Mähwerk hinzustellen oder so. So. Hier kommt man in den Heuboden. Mit dem kann man praktisch gesehen nicht wirklich was anfangen. Der dient ja mehr der Dekoration, aber wir haben ja eine Heulagerfunktion drin. Es ist nicht so, dass dieses Stroh dann mehr wird, wenn man da Stroh einlagert, weil es ist ja kein Skript-Mod, sondern einfach ganz normale Silo-Funktion. Und ja, was man aber machen kann, ist hier kann man die Tür aufmachen und wenn man ein kleines Transportband hat, könnte man hier, wenn man unbedingt will, Ballen einlagern oder so, weil Platz ist hier ja genug. Aber normalerweise dient dieses Obergeschoss der Dekoration. So. Die anderen Gebäude sind schneller vorgestellt. Das hier ist ein Multifruchtsilo, wo fast alles reinpasst, mit 10 Millionen Platz. Und daneben ist eine Tierfutterkaufstation. Da könnten wir mal mit dem Trecker, mit dem Anhänger hinfahren und irgendwas kaufen. Da kann man alles kaufen, was irgendwie als Tierfutter bezeichnet werden könnte. Das sind fast alle Produkte. Also außer Wolle und sowas. Und außerdem kriegt man hier auch noch Kalkdünger und Saatgut. So. Also hier Weizen, Gerste, Hafer, Pipapo. Weil die Tiere brauchen so über die verschiedenen Tierarten hinweg praktisch alle Sachen. Und darum ist hier fast alles dabei und eben Saatgut. Mischration kriegt man hier fertig gemischt. Silage gibt es, Gras, Dünger. Das gibt man natürlich nicht den Tieren. Das ist der kleine Bonus. Es heißt Tierfutterverkaufsstation, aber es gibt auch noch Saatgut, Dünger und Kalk. Und weil alles Kaufstation hätte auch nicht gepasst, weil man kann keine Baumwolle kaufen. Schweinefutter gibt es auch fertig gemischt und eben Kalk. Und jetzt geht's hier wieder los. Ja. Wenn man großes Glück hat, kann man da auch sehr schnelle Gewinne machen. Aber ich denke mal, so wollen die meisten von euch gar nicht spielen. 7000
77. Ah, wir haben jetzt keine Verkaufsstation. Aber das könnte ich jetzt einfach direkt verkaufen irgendwo. Natürlich nicht hier, denn das ist ja ein Silo. So, aber gedacht ist es, dass man damit seine Tiere vor allem füttert. Wenn man das Tierfutter nicht selbst herstellt. Dann gibt es hier einen Unterstand. Das ist der kleinste. Es gibt drei verschiedene Größen. Ich habe ja schon öfters solche Unterstände gemacht. Und ja, die gibt es immer in drei Größen. Dies hier ist für normale Anhänger und sowas. Ist hinten ein bisschen höher, dass man auch mit dem Ladewagen durchkommt. Meine ersten waren hinten niedriger. Und dann gibt es den in anderthalbmal so groß, in jeder Dimension, also so lang und so hoch und so tief. Und da passen auch größere Mähdrescher rein. Und dann gibt es noch halb so groß in Narrow, eng nenne ich das. Also der ist dann wie der große, aber nur halb so breit. Da passt dann ein großer Mähdrescher ordentlich rein. Also zumindest ein mittelgroßer Mähdrescher. Jo, die haben aber hier nicht alle Platz gehabt. Darum habe ich hier nur einen Unterstand hingestellt. Denn ich musste ja drei Höfe bauen. Das Ganze gibt es hier auch in weiß. Ich dachte mir, dass man in nicht skandinavischen und nordamerikanischen Gegenden vielleicht eher ein weißes Holzhaus haben will. Das ist einfach alles in weiß mit schwarzen Dächern. Und dann gibt es eine Kombinationsvariante. Und zwar bei dem Farmshop habe ich ja schon was mit weißem Putz gemacht. Das ist der letzte Mod vor diesem hier. Und ich dachte mir, das mit dem weißen Putz ist eine feine Sache. Da sollte ich auch das Farmhaus mit weißem Putz machen. Hier so. Und innen sind die alle gleich, die Farmhäuser. Und die Unterstände kann man auch sehr schön mit so weißem Putz machen. Das passt auch zu solchen süddeutschen Bauernhöfen. Die haben ja häufig zumindest teilweise weißen Putz. Aber ein verputztes Holzsilo habe ich noch nie gesehen. Selbst wenn man jetzt nicht Holzsilo dazu sagt, sondern einfach Silo, das kenne ich nicht. Solche Holzsilos, die gibt es in echt. Die sind zwar nicht so verbreitet, aber die sind real. Und dann dachte ich mir, also statt verputzt könnte ich ja ein braunes Holzsilo machen. Hatte ich ja auch schon, passt auch gut, ist auch sehr häufig. Also nehmen wir braunes Holz für die Silos. Und dann dachte ich mir, ja, aber Unterstände in braunem Holz sehen auch gut aus. Die Unterstände gibt es also auch mit braunem Holz und mit weißem Putz. Und das Farmhaus, da habe ich jetzt ein paar Elemente mit braunem Holz gemacht. Wie man sehen kann, hier die Werkstatt und da oben beim Dach. Ich hatte auch überlegt, ob ich das ganze Obergeschoss mit Holz mache. Das wäre so dann der süddeutsche Stil. Aber das ganze Gebäude selber ist ein Objekt. Da konnte ich nur entweder Holz oder Putz machen. Also habe ich gedacht, das ist halt alles Putz, außer da oben der Dachgiebel und Garage ist auch in Holz. Bei der Scheune hatte ich die Möglichkeit, unten Putz und oben Holz zu machen. Das habe ich dann auch gleich in die Tat umgesetzt, wie ihr seht. Und die Scheune gibt es aber auch noch ganz in Holz, denn das ist ja durchaus verbreitet, eine reine Holzscheune zu machen. Und dann dachte ich, okay, das passt, also gibt es auch noch eine reine Holzscheune. Jo, das Ganze sind irgendwie 26 Objekte. Es ist also ein Riesenmod geworden. Und gibt's im ModHub. Könnt ihr euch runterladen im ModHub natürlich. Und einen Link dazu findet ihr unterm Video in der Infobox. Ja, dann wünsche ich euch fröhliches Hofbauen.
Und jetzt gehen wir hier nochmal zu unserem roten. So. Und ich freue mich auch, wenn ihr mir erzählt, wo ihr damit was gebaut habt und so. Und wie das sich in der Praxis bewährt. Jo. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.